Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück. Wir sind in einer kleinen Videoserie, die da heißt Entspannt in die Prüfung. Und hier möchte ich Ihnen einen Tipp geben, wie Sie in der schriftlichen Prüfung vorgehen können, vielleicht sogar sollten. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Aufgaben vor sich liegen. Nehmen Sie an, wir haben 6 Aufgaben vor uns liegen. 5. Sechs Aufgaben vor uns liegen. Die meisten Menschen steigen jetzt hier ein. Bei der ersten Aufgabe werden sie eventuell auf dem falschen Fuß erwischt und dann steigen sie sofort auch aus und sagen, das hat keinen Zweck und sind in einer Negativdynamik. Wir machen es anders. Das Grundprinzip, mit dem wir hier einsteigen, heißt: Sammle Erfolgserlebnisse. Das heißt, wir steigen bei der Aufgabe ein, bei der wir am schnellsten Erfolgserlebnisse sammeln. Und woran erkennen wir das? Wir erkennen es daran, dass die Aufgabe mit dem gelernten Muster übereinstimmt. Das heißt, wenn wir dieses Muster gelernt haben und in der Prüfung wird dieses Muster gefragt, und wir haben hier eine Übereinstimmung, dann haben wir sofort ein Erfolgserlebnis. Und es gibt, wenn wir einigermaßen gut vorbereitet sind, immer eine Aufgabe, sagen wir die Aufgabe 3. Und hier steigen wir ein und haben unser erstes Erfolgserlebnis. Das führt zur Ausschüttung von Glückshormonen in unserem Kopf. Von diesem Erfolgserlebnis gehen wir zur nächsten Aufgabe. Wir suchen nach Ähnlichkeiten mit dem gelernten Muster. Die wird es immer geben. Und es wird Aufgaben geben, zum Beispiel diese Aufgabe 1, wo wir ein bisschen transferieren müssen, unser Wissen, wo wir ein bisschen kreativ sein müssen, wo wir nicht einfach reproduzieren können. Und das ist am Anfang schwieriger. Das heißt, wir schauen erst nach Möglichkeiten der Reproduktion von Wissen und dann nach kreativen Möglichkeiten. Sammle Erfolgserlebnisse ist also das Einstiegsprinzip in die schriftliche Prüfung. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie auch mal unter spaßlerndenk-shop.de. Spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie alles Mögliche zum Thema Lernen, leichter und schnelleres Lernen, Prüfungsängste überwinden, Betriebswirtschaftslehre leicht lernen, Juristerei leicht lernen. Schauen Sie mal rein. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Alles Gute.